Hallo meine Schönen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Slamia und heute gibt es das versprochene Lockenroutine-Video. Ich freue mich voll, weil ja, ich habe mega lange keine Videos zu Haarroutinen gedreht. Ich habe das einfach nicht mehr gemacht, weil ich nicht so happy war mit meinen Haaren. Ich hatte sie ja damals, es war vor 2 Jahren, hatte ich sie geblondiert und geschnitten. So, ich hatte sie erstmal blondiert. Ich habe es ausprobiert. Ich dachte mir, okay, ich werde einmal in meinem Leben blond sein, um zu sehen, ob es passt oder nicht. Ich denke, es lag auch daran, dass es nicht der richtige Ton war für mich. Aber ich habe sehr schnell eingesehen, dass blond nicht so meine Haarfarbe ist. Es passt, also es ist, das ist nicht so meine Identität, sagen wir es mal so. Und dann habe ich sie geschnitten, habe sehr lange darauf gewartet, dass sie wieder wachsen. Die waren auf jeden Fall beschädigt von diesen Färben und meine Locken, die waren auch nicht mehr da. Und aus dem Grund habe ich mir geschworen gehabt, okay, du wirst sie jetzt in den nächsten Monaten nicht einmal glätten. Und ich kann euch eins sagen, das hat unfassbar viel gebracht. Meine Locken, meine Haare hatten wieder Sprungkraft, die Locken sind über die Zeit definierter geworden und man hat gemerkt, dass meine Haare happy darüber sind, dass diese Hitze vom Glätten einfach nicht mehr da ist. Und das, der einzige Nachteil an Locken, naja, gibt es überhaupt einen Nachteil an Locken, aber ich sag's mal so, man weiß nie, wenn man keinen Spiegel vor den Augen hat, dann ist es echt schwer einzuschätzen, ob eure Haare sitzen. Weil die Haare sitzen, das ist einfach, ja, Locken sind halt wild, ne? Ich wollte euch einfach mal kurz eine Hintergrundstory erzählen, wieso ich jetzt wieder Locken trage. Und bevor ich mit meinem Video starte, könnt ihr mir eine Frage beantworten. Seid ihr von Natur aus Lockenköpfe oder habt ihr glatte Haare? Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren, dann weiß ich so, dann kann ich das auch ein bisschen besser orientieren. Aber da ich Lockenträgerin bin und weiß, dass es viele da draußen gibt, die Locken haben, habe ich eben auch dieses Video für euch gedreht und wünsche euch einfach sehr viel Spaß. So, ich fange jetzt auch direkt an mit der Lockenroutine. Ich habe heute Morgen meine Haare gewaschen und mit welchem Shampoo zeige ich euch jetzt. Bei mir muss ich aber ehrlich sagen, dass die Shampoos, ich wechsle meine Shampoos regelmäßig. Also das ist jetzt nicht so, dass ich das eine Shampoo für mich entdeckt habe, das meine Locken hervorruft, sondern ich habe über die Zeit meine Haare einfach gepflegt. Ich muss sagen, Olivenöl ist das Nonplusultra. Eine Familie in Tunesien hat Olivenbäume, oh mein Gott, und sie bauen ihre Oliven selber an und machen ihr Olivenöl selber und ernten alles. Also das ist so wirklich Bio vom Bio und das Original Olivenöl. Und das trage ich auf meine Haare auf, einmal in der Woche, an einem Sonntag. Ich habe das sonst immer mit Kokosöl gemacht, hilft auch sehr. Also ich merke aber auf jeden Fall von der Qualität her, dadurch, dass es Olivenöl aus frischem Familienanbau aus Tunesien ist, ist es ein Unterschied. Und da sind einfach, ich glaube, einfach die Nährstoffe, die Vitamine sind da anders. Und ja, damit habe ich einfach meine Haare konstant getränkt. Darin habe ich meine Haare getränkt, sonntags, über die Zeit. Und die wurden immer, ja, die waren nicht mehr so trocken, die hatten mehr Sprungkraft über die Zeit, sie waren definierter. Deswegen, wenn ihr geschädigtes Haar habt, schaut danach, dass ihr ein Öl verwendet, das A, nicht zu schwer ist für eure Haarstruktur, weil es kommt echt drauf an. Also ich rede jetzt ja gerade eh nur über Locken. Deswegen, wenn ihr von Natur aus eigentlich Locken habt und ihr merkt, so, eure Locken sind irgendwie nicht mehr die, die sie mal waren, gebt euren Haaren Zeit. Alles braucht Zeit, um wieder sich zu regenerieren. Deswegen, wenn ihr merkt, eure Locken sind nicht mehr so die Locken, die sie mal waren und die sind nicht mehr so Sprung, also die haben keine Sprungkraft mehr, sind nicht definiert und sehen einfach nicht glänzend aus, dann gebt euren Haaren einfach Zeit, sich zu regenerieren, indem ihr eure Haare wirklich mit Hausmitteln, Pflegemitteln versorgt und am besten nicht chemische Pflegemittel. Also ich habe wirklich nur auf Naturkosmetik oder zumindest nur ja, Öle gesetzt und das hat mir unglaublich viel geholfen. Deswegen, wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Olivenöl verwendet, dann schaut danach, dass es wirklich bio ist und nicht zu raffiniert ist. Also wirklich ein sattes, schönes Olivenöl für eure Haare verwendet. Und das habe ich zumindest gemacht und das hat mir sehr geholfen. Deswegen lege ich euch etwas ans Herz. Ich werde auf jeden Fall online schauen, ob ich da ein vergleichbares finde. Wird schwer sein, aber es gibt ganz viele wirklich Anbieter. Wie gesagt, ich verwende unterschiedliche Shampoos und das kommt einfach darauf an, was ich gerade vorrätig habe. Ich verwende aber die meiste Zeit eher Naturkosmetik und zwar verwende ich im Moment
dieses Shampoo von Santé. Das ist dieses Family Shampoo in dieser Größe, weil die Santé Shampoos sind eigentlich immer so klein und für meine Haare, keine Ahnung, 3-4 Waschgänge und das war's. Und ich wasche meine Locken oder wasche meine Haare alle 2 bis 3 Tage. Deswegen braucht es sich sehr schnell auf und deswegen habe ich jetzt eben diese größere Größe, eine Family-Größe, was für mich jetzt für meine Haare, meine Family hier ausreicht gerade so. Und ja, das ist vegane Naturkosmetik. Dieses Shampoo riecht einfach auch so schön nach Apfel und ich habe das Gefühl, auch meine Kopfhaut wird gereinigt. Meine Haare sind jetzt auch nicht so anfällig auf Silikone, muss ich ehrlich sagen. Gerade Locken, damals war es sogar eher so, wenn ich ein Shampoo ohne Silikone verwendet habe, waren meine Haare einfach so, weil Locken, die waren dann so strohig. Und das fand ich jetzt zum Beispiel nicht so schön. Der Conditioner, den ich verwende, dazu passend, oder zumindest jetzt nicht passend, das ist jetzt nicht von derselben Brand, aber das ist von OGX, das Thick and Full Biotin and Collagen Conditioner. Diese Brand ist auch sulfate-free und ja. Also OGX habe ich schon damals verwendet und habe es jetzt wieder so für mich neu entdeckt. Und was ich auch so schön finde, ist, oh, dieser Duft ist so. Das ist so die Kombination, die ich verwende für meine Haarwaschgänge. Jetzt, wenn meine Haare eben gewaschen sind, verwende ich Folgendes. Wie ihr jetzt hier seht, kämme ich erstmal meine Haare durch. Ich verwende kein Spray, das dafür sorgt, dass meine Haare einfacher zu kämmen sind, weil das glättet eure Haare. Das habe ich vorher gemacht, weil, ja, wenn man Locken wäscht, dann hat man oft eher Knoten und ich habe dann immer auch diese glättenden, knotenlösenden Sprays verwendet, aber das hilft nicht wirklich. Das ist eher kontraproduktiv, wenn man eben Locken haben möchte. Das glättet so die Struktur, deswegen verzichte ich darauf und kämme sie erstmal richtig schön durch. Und als erstes verwende ich dann dieses Spray, das ist das von John Frieda, das Frizzy Spray für widerspenstiges Haar. Traumlocken. Das ist so ein Spray, das auch Hitzeschutz beinhaltet und dafür sorgt, dass die Locken auch definiert sind. Ich sprühe das so all over meine Haare auf und wenn ich das auftrage und aufsprühe, sind meine Locken einfach so viel schöner. Also die sehen einfach auch viel schöner aus und deswegen verwende ich das. Ich kann gar nicht darauf verzichten. Darauf verzichte ich nie. Dieses Spray ist für mich ein Must. Es ist aber auch einer der wenigen Lockenprodukte, die ich in der Drogerie finde, wenn ich ehrlich bin. Also ja, das ist so das seit Jahren. Wenn man ein altes Video von mir anschaut, dann wisst ihr, habe ich das damals auch schon verwendet. Danach verwende ich das nächste Spray. Dieses Spray, ihr werdet ja gleich sehen, ich habe ja gerade eben damit meine Haare eben gestylt. Die sind auf jeden Fall auch voluminöser und viel definierter, ohne Haar zu sein, die Locken. Diese Kombi hilft halt. Davon würde ich aber gar nicht zu viel auftragen. Wirklich, damit gehe ich etwas großzügiger um als mit diesem Spray. Das ist das Stylista Curls, Curl Tonic von L'Oreal. Das sorgt auch für Form und Sprungkraft, glänzende Locken. Kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und kein Verhärten. Ja, das Thema Verhärten ist halt auch so eine Sache. Wenn man zu viel Schaumfestiger aufträgt auf die Haare, dann werden die Locken oft hart, das habe ich damals immer gehabt. Seit ich eben diese Kombi habe, kann ich auch mit dem Schaumfestiger etwas sparsamer umgehen und trage das eher gezielt auf, ja, den Oberkopf, weil da dann eben das Volumen entsteht und verteile dann halt wirklich kleine Mengen auf meine Haare und das war's. Damals habe ich auf jeden Fall viel mehr Schaumfestiger verwendet, wirklich so viel mehr. Mich hat eine Flasche maximal eine Woche gehalten, also und ich habe sie auch fast täglich gewaschen, deswegen waren meine Haare auch ein bisschen strapazierter. Ja, das ist dieses von Wellaflex, Locken und Wellen. Dieser Schaumfestiger ist super. Ich mag die Textur und ich mag das Finish am Ende. Und wie gesagt, ich gehe damit etwas sparsamer um, seit ich eben diese Kombi aus den Sprays habe. Dann gehe ich an meine Haare und kämme sie kopfüber runter, weil das sorgt dann im Anschluss, wenn ihr eure Haare dann eben kopfüber föhnt, für mehr Volumen. Gerade bei Locken möchte man eben mehr Volumen oder ich zumindest möchte mehr Volumen. Erstmal schön kneten. Kneten ist das A und O für Locken. Also ich knete meine Haare auch während ich sie föhne. Was ganz wichtig ist, ist der Diffuser. Der Diffuser ist für mich einfach da, um die Locken an einer Stelle zu behalten, dass sie nicht so durch die Gegend fliegen und dadurch auch definierter werden. Und dadurch, dass man eben kopfüber die Haare föhnt, hat man auch im Anschluss Volumen. Und ich knete meine Haare parallel, auch wenn sie so halbtrocken sind, immer schön kneten. Dadurch werden einfach eure Locken stärker. Und zum Schluss, wenn meine Haare eben getrocknet sind, sind die erstmal auch etwas weich. Und dann trage ich dieses Spray auf und das gibt meinen Haaren eine gewisse
Strukturfestigkeit. Das heißt, sie sind dann nicht so weich und ja, also es wird dann nicht hart, aber die Haare haben dann einfach mehr, ja, es ist dann einfach ein bisschen strukturierter und nicht so weich, weil weiche Locken sind dann eben nicht immer so volumig. Voluminös meine ich, das ist das richtige Wort. Und ich mache das kopfüber, trage das so auf, dass eben verschiedene Partien rund um meinen Ansatz eben auch besprüht worden sind, damit das Volumen auch besser hält. Und meine Spange, wenn ich meine Haare zusammenbinde, das mache ich eigentlich immer so, locker das alles, damit eben hier das Volumen nicht verloren geht. Ich weiß, es sieht witzig aus und so will auch keiner rausgehen mit dieser Tolle, aber das hilft euch. Ich sag's euch, das hilft wirklich, das Volumen zu behalten und dann, wenn ihr eure Haare eben nach einer Zeit löst, dann habt ihr einfach dieses krasse Volumen drin und eure Haare sehen fresh aus. Ja, das ist so meine Lockenroutine. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Ich weiß, es sind echt nicht so wenig Produkte, aber um die Haare eben so zu bändigen und damit sie einen gewissen Look bekommen, braucht man das ein oder andere Produkt. Ich verlinke euch natürlich alles unten in der Infobox. Ich habe so viele Fragen zu meinen Locken bekommen, deswegen hoffe ich, dass mit diesem Video eure Fragen beantwortet sind. Ich habe einfach einen Föhn von Philips, also ist jetzt auch nicht gesponsert oder sonst was. Ihr braucht aber auf jeden Fall einen Diffusor. Ja, und die Haare föhne ich nicht zu heiß. Ich mache das wirklich auf mittlerer Stufe und auch die Föhnkraft mache ich auch auf die erste Stufe eigentlich und lasse meine Haare wirklich langsam föhnen. Und so bekomme ich dann auch immer so die besten Locken. Auf jeden Fall, meine Schönen, bis zum nächsten Mal und I love you. Muah.